Hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und das Video hier ist ein Mehrteiler. Den ersten Teil habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist besser, wenn du den zuerst siehst. Gleich nach dem Intro geht's los. Bis dann. So, während jetzt die andere Kiste trocknet, kann ich an der weiterarbeiten. Was ich jetzt als erstes machen werde, ist den Deckel mir zuschneiden. Der Deckel muss hundertprozentig genau passen. Deshalb habe ich den vorher noch nicht zugeschnitten, weil ich wusste nicht, mache ich irgendeinen Fehler, wird die Kiste dann am Ende doch kleiner. Deswegen mache ich das jetzt so. Und wie mache ich das? Ganz einfach, ich lege mir den Deckel hier auf. Schaue, ob wir irgendwo eine Kante haben, die ziemlich genau passt. Ja, das schaut gut aus. So, und dann mache ich mir hier einfach einen Strich außenrum. Und genau daran werde ich es jetzt absägen. Und dann möchte ich es so machen, dass ich mir hier umlaufend einen Falz reinsäge. Ich mache das auch an der Tischkreissäge. Seht ihr gleich, wie ich das mache. Und zwar in der Breite von dem Holz. Das heißt, ich möchte, dass ich das Holz einfach so ein Stück nach innen versenke. Ich hoffe, dass das dann noch ein bisschen mehr Dichtigkeit gibt insgesamt. Genau. So, wie säge ich mir jetzt den Falz? Ich möchte den Falz auf diese Seite. Jetzt habe ich mir hier schon eingestellt, die Breite. Und zwar ist es genau die Breite, die das Holz der Kiste hat. Weil so weit soll es ja nach innen rein. Und zwar nicht auf der Innenseite des Sägeblatts, sondern auf der Außenseite. Weil wir müssen ja die Sägeblattstärke noch mitrechnen. Hätte ich gerade fast falsch eingestellt, aber Gott sei Dank nochmal gut gemacht. So, und von der Höhe her, ich möchte es ungefähr durch die bis zur Hälfte haben. Es spielt ja jetzt keine Rolle, dass das jetzt 100% genau die Hälfte ist. Deswegen stelle ich mir das jetzt einfach mal so ein bisschen Pi mal Daumen ein. Vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte. So möchte ich es in etwa haben. Den brauchen wir jetzt nicht. So, und jetzt säge ich mir erstmal auf allen vier Seiten das einmal ein. Und dann machen wir mit dem Schiebeschlitten den Rest. So, sicherheitshalber lieber doch nochmal. Genau, 15. So, jetzt säge ich mir das mal ein. So, jetzt haben wir dadurch schon mal vorgegeben, wo der Falz genau sein wird. Und jetzt gehe ich einfach her und ja, die Frage ist, ich probiere das jetzt mal anders. Die Frage ist, ob es nicht vielleicht sogar damit ganz gut weggeht. Ich glaube ja. Ich habe den Falz jetzt rundherum drin. Ich sage jetzt mal so, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, das vernünftig zu machen. Also es gibt mit Sicherheit mehr Möglichkeiten, aber drei Möglichkeiten. Einmal wäre jetzt beispielsweise mit einer Tischfräse. Da geht es am allerschnellsten. Die stellt er ein, fräst das Ding drüber, dass das Ding wirklich in 2 Minuten passiert, schätze ich mal. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, die ich eigentlich machen wollte. Das heißt, auf der Tischkreissäge ansägen und dann halt einfach wie beim, wenn ich jetzt eine Überplattung säge, einfach den Rest auch noch mit wegsägen, dann hätte ich es genauso gehabt. Dann habe ich aber gedacht, nachdem es eingeschnitten war, habt ihr ja gesehen, ich schaue mal, wie weit ich es mit dem Stechbeitel wegbringe. Stechbeitel oder Stemmeisen? Wie heißt das Ding? Stechbeitel oder Stemmeisen? Erzählt mir das mal. Schreibt es mal unten in die Kommentare, weil wir haben darüber diskutiert, wie das Ding eigentlich heißt. So, und ich habe dann angefangen, habe das mit dem Ding gemacht, habe relativ schnell gemerkt, dass das echt mühsam ist, also dass es lang dauert, aber das hat so einen Spaß gemacht. Das ist mein Tipp an euch. Wenn ihr nicht die richtigen Werkzeuge habt oder beziehungsweise wenn ihr nicht die richtigen elektrischen Werkzeuge habt, dann macht euch mal einfach mit eben beispielsweise so einem Stechbeitel oder einem Hobel oder irgend sowas über das Zeug. Ihr kriegt da ganz andere Verbindung zum Holz selber
Und das macht echt unheimlich Spaß. Deswegen machen wir das Hobby überhaupt. Ich bin immer ein bisschen erschrocken, wenn ich andere sehe, da sind YouTuber dabei, die sagen, ich muss unbedingt jede Woche ein Video hochladen. Ich schaffe jetzt nicht mehr, dass ich jede Woche ein Video hochlade. Und dann wird da ein riesen Zinnober drum gemacht. Leute, das ist unser Hobby. Also ich glaube, die wenigsten verdienen da wirklich Geld damit, sodass es sich lohnt, dass man sagt, also dass es sich wirklich lohnt, so einen Stress damit zu haben. Aber ansonsten ist das unser Hobby. Wenn das Video mal 3 Tage später kommt, ist mir doch egal. Ich denke, wichtig ist, es kommt regelmäßig ein Video, aber ansonsten muss es hauptsächlich Spaß machen. Und das macht's. So, also, es passt und es passt so genau, dass ich wirklich, also es hält hier von alleine. Ich muss dann schon wirklich mit Kraft schauen, dass ich es rausziehe. Also es ist wirklich 100% exakt worden. Und das alleine, das behaupte ich, ist schon sehr, sehr dicht vorne. Aber ich habe jetzt einfach, hier habe ich noch so einen Rest vor so ein Dichtband. Habe ich selber gekauft, ist keine Werbung, also habe ich nicht gestellt bekommen. Ich habe das jetzt einfach, habe das noch übrig gehabt und das klebe ich jetzt hier rundherum ran. Schaut drauf, wenn ihr das macht, dass das wirklich staubfrei ist, dann hält es einfach auch besser. Wenn hier die Kante noch staubig ist, dann wird es wahrscheinlich ein Problem geben, dass das nicht richtig hält. So, und das klebe ich jetzt noch drauf und dann montieren wir es mal daran. Ich habe mir jetzt zum Halten des Deckels habe ich mir so Kistenverschlüsse bestellt. Ich verlinke euch die unten in der Beschreibung, dass ihr seht, wo ich sie her habe. Und da müssen wir jetzt diese Teile hier erstmal hier an den Seiten befestigen. Ich zeichne mir das jetzt an, dass das einigermaßen gleichmäßig ausschaut. Und die anderen kommen dann an die Kiste. Die sind jetzt nicht besonders stabil. Also es gibt da wesentlich, wesentlich straffere. Die haben auch nur so eine Feder dran. Das ist mir aber ganz lieb so, weil ich möchte ja den Deckel nicht fest ranspannen. Wenn wir den jetzt fest ranspannen würden, den Deckel, dann würde sich hier die Dichtung nach kurzer Zeit zusammenpressen und würde dann nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, sobald der Sauger aus ist, soll die Dichtung eigentlich nur locker anliegen. Und wenn er angeht, der Sauger, dann soll die Dichtung richtig schließen. Und deswegen ist es mir ganz recht, wenn die ja nicht so straff gehen, diese Kistenverschlüsse. So, es gab eine kleine Änderung im Projekt und zwar habe ich versucht, die Klammern hier festzuschrauben und ich wollte ja eigentlich die hier so festschrauben. Allerdings, dadurch, dass ich da diesen Falz reingemacht habe, war nicht mehr genug da, als dass ich Schrauben rein hätte machen können, die lang genug sind, dass ich das auch wirklich, dass das auch wirklich hält. Da habe ich ein bisschen überlegt und habe mir gedacht, dann mache ich jetzt einfach da so einen Rahmen drauf, habe mir das zugeschnitten, habe das jetzt verklebt. Ja, schaut jetzt nicht ganz prima aus, aber ich denke, man kann es sehen, und es ist halt eine Lösung dafür. Und dadurch konnte ich jetzt diese Klammern, diese Häken hier an der Seite festschrauben und das ist ja eigentlich umso besser. Was habe ich noch gemacht? Ich habe außenrum hier drin noch ein bisschen außenrum geschliffen, einfach aus dem Grund, weil es doch relativ straff ging und es muss sich ja bewegen können hier. Das heißt, das muss gewährleistet sein, dass das auch wieder zurückfedern kann, weil wir machen das jetzt so fest, dass es zwar hier dran ist, aber durch den Luftzug dann fest dran gezogen wird. Und das muss halt einfach gewährleistet sein, dass da die Dichtung auch wirklich arbeiten kann. So. Wie mache ich jetzt die Klammern fest? Das ist ganz einfach. Ich schaue, wie fest möchte ich es haben, wenn es zu ist. So, und genau da, wo es dann wäre, mache ich mir hier einfach mit dem Bleistift einen Strich. Und genau da mache ich jetzt die Klammer fest. Eine Schraube sollte erstmal reichen, dass wir die Klammer fixieren. Ich nehme jetzt auch hier die Schrauben nicht zu lang, weil ich ansonsten ja auch wieder innen durchkomme. Es ist ja keine Riesenlast, die da drauf ist.
So, wenn ich jetzt schaue, jetzt habe ich eigentlich genau das, was ich wollte. Das ist jetzt genau nur so, dass die Dichtung überhaupt anliegt, aber noch nicht fest rangepresst wird. Und der Luftzug hat jetzt die Möglichkeit, die hier einfach noch fest daran zu drücken. Weil die Klammern sollen ja nur den Deckel einfach halten, dass er nicht runterfällt. So, passt. Genau dasselbe mache ich jetzt mit den anderen noch und dann geht es weiter. So, der Deckel passt und funktioniert und hält auch dran. Dann mache ich jetzt als nächstes, ob er dann wirklich dicht ist, das sehen wir erst zum Schluss. Aber naja, gut. Ich hoffe jetzt mal das Beste. Ansonsten, wenn er nicht dicht ist, kann ich ja immer noch die noch ein bisschen weiter nach hinten versetzen, dass er ein bisschen mehr randrückt. Aber das sehen wir dann zum Schluss. So, als nächstes mache ich mir jetzt das Loch oben rein, wo dann der Zyklonsauger drauf kommt. Dafür muss ich mir da oben einmal den Mittelpunkt anzeichnen. Muss ja, auch das muss nicht 100% genau sein. Schaut halt einfach blöd aus, wenn er jetzt gerade auf der Seite wäre. Wäre jetzt nicht unbedingt schick. So, dann mache ich mir einmal ein Loch oben rein, weil ich diese Öffnung mir mit meinem Fräszirkel mache. Jetzt habe ich folgendes kleines Problem. Und zwar, wenn ich jetzt normalerweise fräse ich, wenn ich mit dem Fräszirkel fräse, immer von beiden Seiten. Einmal von oben, einmal von unten. Das wäre natürlich schlau gewesen, wenn ich das gemacht hätte, bevor ich es zusammenleime. Also solltet ihr sowas nachbauen und einen Fräszirkel benutzen, erst das Loch rausfräsen, danach zusammenleimen. Ich muss mir jetzt irgendwie anders behelfen. Mit der Stichsäge mache ich jetzt ungern da rein oder beziehungsweise ja schon eigentlich. Eigentlich doch, aber ich glaube, dass es die sinnvollere und für mich einfachere Lösung ist, wenn ich jetzt einfach hergehe und mir hier rundherum einfach Löcher reinbohre, damit das ganze Ding dann irgendwann einfach rausbricht. Weil ich bin ja eh schon fast durch. Ja, so mache ich das. So, das Loch ist fertig. Wie das von innen ausschaut, das wollt ihr nicht wissen. Also es schaut jetzt richtig schlecht aus. Aber gut, das ist halt jetzt immer so. So, jetzt mache ich als erstes mal, jetzt richte ich mir den mal aus, so wie ich ihn haben möchte. Die Absaugung kommt nach vorne. Ein bisschen drauf aufpassen. Dann zeichne ich mir hier die Löcher an. Ich bohre Löcher vor und zwar komplett durch. Jetzt schaue ich euch mal, was ich für Schrauben da habe. Aber ich werde sie jetzt nur vorbohren, die Löcher. Und wenn sie dann vorgebohrt sind, dann ist eigentlich alles soweit, dass ich erstmal außenrum komplett nochmal alles schön abschleife. Und ich habe mir überlegt, ich werde dem Ding irgendwie ein bisschen Farbe geben. Das heißt, ich werde es irgendwie lackieren. Und das mache ich auch noch vorher, bevor ich es dann endgültig da drauf mache. Weil wenn ich da den Zyklon drauf mache, da kommt noch Silikon drunter. Und ja, dann ich muss es vorher lackieren. Gut. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun, let I don't ever.
So, während die Farbe jetzt trocknet, machen wir als nächstes den eigentlichen Zyklonabscheider drauf. Ich habe mich jetzt trotzdem entschieden, dass wir es nicht irgendwie mit normalen Holzschrauben da reinmachen, sondern da kommt ja doch eine Belastung drauf, weil irgendwann zieht man mal an dem Schlauch oder sonst irgendwas und dann kommt einfach zu viel Belastung drauf, dann habe ich Angst, dass mir das Ding rausreißt. Deswegen habe ich mich jetzt für normale, wie heißen die, Maschinenschrauben, glaube ich, entschieden, die kommen von unten durch und werden dann von oben mit einer Sicherungsmutter festgemacht einfach. Ich mache sie von unten durch, dass sie oben ein Stück rausschauen, weil ich die Innenkiste so knapp gemacht habe, dass sie ansonsten habe ich ein wenig Angst, dass beim Rausziehen der Kiste, dass die Schraubenenden stören, wenn die ein bisschen zu lang sind. Deswegen mache ich sie von unten rein. Bevor ihr anfangt, also mit dem nächsten Schritt jetzt, schaut bitte nach, ob eure Bohrungen auch wirklich passen, also ob wirklich die Schrauben durchpassen und ob alles an der richtigen Stelle ist. Ich habe das schon gemacht, deswegen kommt für mich jetzt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt hier einen Silikonring rumziehen und zwar rundrum da, wo dann der Zyklonabscheider ist. Es gibt Zyklonabscheider, die haben schon ein Dichtungsset direkt dabei. Meiner hatte das nicht, deswegen mache ich hier einfach eine Wulst aus Silikon. Passt gut auf, dass da auch besonders bei den Bohrlöchern auch da wirklich Silikon dran habt, weil das ist ja Schwachstelle da, wo die Bohrung ist. Ich habe 5er Schrauben und 6er Bohrungen, dass ich ein bisschen Spielraum zum Platzieren habe. Das ist halt eine potenzielle Gefahr, dass da Luft durchkommt. Sollte jetzt sich dann doch im Nachhinein wirklich herausstellen, dass meine Box aufgrund dessen, weil sie nicht so genau geschnitten ist, nicht ganz dicht ist, dass wirklich irgendwo Luft durchkommt. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber sollte das wirklich passieren, kann ich dann im Nachhinein auch von innen einfach in den ganzen Kanten nochmal eine Silikonfuge ziehen und dann wäre das Ding auf jeden Fall auch dicht. Also solltet ihr wirklich mal das Problem haben, dass es nicht ganz dicht ist, dann zieht einfach innen auch nochmal Silikonfuge rum, sieht kein Mensch. Dann schrauben wir als nächstes den Abscheider von unten fest, ziehen alles schön fest und lassen das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen, bevor man es dann wirklich belasten kann, also bevor man dann das erste Mal einen Test machen kann, ob der Sauger auch wirklich funktioniert. Als letztes schraube ich dann noch die Scharniere wieder fest und dann ist eigentlich alles fertig für den ersten Test. So, Freunde, ich habe es geschafft und es ist was ziemlich Unglaubliches passiert. Das Ding funktioniert. Es ist wirklich von Anfang an beim ersten Mal sofort dicht. Es funktioniert alles, wenn ich damit saug. Also ich habe jetzt einfach das hier mitprobiert. Ich habe so eine ganze Schaufel voll Sägespäne durchgelassen und es kommt nichts im Sauger direkt selber an. Es bleibt alles in der Kiste und das finde ich richtig, richtig klasse. Unten die Platte, wo es draufsteht, das habe ich jetzt gar nicht groß gefilmt, weil das ist so eine USB-Platte mit 4 Rollen dran. Fertig. Das war's. Und darauf habe ich das jetzt so ein bisschen verschraubt. Mehr ist es nicht. Ich habe mir einen Schlauch, habe ich mal alles bestellt, ist leider noch nicht da. Und dann kann die Absauganlage endlich in Betrieb gehen. Und dann habe ich endlich mal ein bisschen weniger Dreck und Staub in der Werkstatt, hoffe ich. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte den Daumen nach oben, schreibt mir bitte auch was in die Kommentare. Ich freue mich unheimlich über ein positives Kommentar und ich freue mich aber auch wenn es mir keiner glaubt, über mal ein sinnvoll negatives Kommentar. Negatives Kommentar? Ein negativer Kommentar? Keine Ahnung, ist ja egal. Weil wenn jemand irgendwie sagt, ja, das und das und das passt nicht, dann schreibt mir das unten rein. Auch gerne, wenn ich irgendwelche Sicherheitsmängel habe, wie beispielsweise bei meinen letzten Videos an der Tischkreissäge, habe ich mittlerweile abgestellt. Ich habe keine Handschuhe mehr in der Werkstatt. Ja, brauche ich halt ein bisschen Hornhaut jetzt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Holzbastler.